Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie das Zusammenspiel zwischen Politik und großen Medien funktioniert und warum das so ist. Manche haben vielleicht die Vorstellung, der WEF-Chef ruft bei Angela Merkel an und sagt, wir wollen Geld verdienen, wir wollen ganz viel Impfstoff verkaufen. Du musst jetzt die Leute unter Druck setzen, du musst jetzt das und das durchsetzen. Mach das mal. Oder dass sie sich in Hinterzimmern treffen und absprechen. Der Start der Ampelkoalition zeigt aber aus meiner Sicht wieder genau das Gegenteil auf. Also nicht genau das Gegenteil, aber dass es anders funktioniert. Es funktioniert vollkommen ohne Kommunikation, also ohne direkte Kommunikation. Es erfolgt durch Taten, kann man sagen. Wie sieht das aus? Die Ampelkoalition hat sich für Corona einen Plan gemacht. Sie haben gesagt, wir verändern jetzt noch ein bisschen das Infektionsschutzgesetz und wir wollen ohne Lockdown durch Weihnachten kommen. Wir wollen die Wirtschaft nicht kaputt machen. Die FDP, wir haben ja auch unsere Wahlversprechen abgegeben. Und wir haben gesagt, keine Impfpflicht. Wir wollen ja vielleicht Deutschland nicht ruinieren. Finde ich vollkommen ruinieren, weil unsere Namen stehen ja drauf. Also wir sind dann ja, wir werden ja haftbar gemacht dafür nachher. Was ist dann passiert? Die Ampelkoalitionäre sind dann in die Talkshows gegangen. Habeck, Lindner, Baerbock. Und sie wurden massiv angegriffen. Sie haben das Narrativ entgegengesetzt bekommen, der Lockdown muss kommen. Es kamen herzzerreißende Beiträge mit einer alten Dame am Ende, die gesagt hat, mein Mann ist an Corona gestorben und es wäre alles viel besser gewesen, wenn es härter wäre. Es wurden kaum Fakten gebracht, es wurde Stimmung gemacht. Und deswegen ist jetzt so wichtig zu schauen, was ist über dieses Wochenende passiert? Werden alle Maßnahmen angewandt? Und wenn nicht alle Maßnahmen angewendet werden von den Bundesländern, dann ist die Bundesebene, wir gemeinsam auch im Deutschen Bundestag, in der Pflicht, dann auf bundesweiter Ebene nochmal nachzuschärfen. Darf ich Ihnen dazu was zeigen, Ihnen allen, Frau Baerbock? Wir haben einen Beitrag, wo wir tatsächlich die Ländervertreter auch hören werden, zu dem, was Sie schon gesagt haben, Frau Schwesig, eine Ergänzung dessen. Denn Sachsen zum Beispiel ist eines dieser Bundesländer, das um Hilfe aus Berlin bittet, in Anbetracht der wirklich dramatischen Situation, die dieses Bundesland im Moment zeitigt. Bayern auch, Bayern vielleicht auch aus anderen Gründen, das können wir gleich diskutieren. Aber das würde ich mir gerne anschauen mit Ihnen gemeinsam. Jetzt muss sogar die Bundeswehr helfen. Menschen, die schwer an Corona erkrankt sind, dorthin fliegen, wo es noch freie Intensivbetten gibt. Das Klinikpersonal am Limit, die Kliniken überlastet, besonders in Sachsen, Thüringen und Bayern. Wir sind im Moment auf unserer Intensivstation voll belegt. Uns gehen die Maschinen aus. Wenn dann noch weitere Patienten kommen würden, da wird die Überlebenschance der einzelnen Patienten wirklich niedriger. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. 3/4 aller Krankenhäuser laufen nicht mehr im Normalbetrieb. Wichtige Operationen und Behandlungen müssen verschoben werden, etwa Chemotherapien oder Krebsoperationen. Wir machen seit mehreren Wochen im Prinzip schon so eine latente Triage. Und jetzt erreicht auch die neue Corona-Variante Omikron Deutschland. Sie könnte noch ansteckender sein. In Sachsen ist die Impfquote am niedrigsten, die Zahl der Ansteckungen dramatisch hoch. Über 2000 liegt die 7-Tage-Inzidenz heute im Erzgebirgskreis. Trotzdem, Restaurants bleiben geöffnet. Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen und jetzt fahre ich auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Und wenn im Sommer schon was gemacht worden wäre, dann wäre das alles nicht halb so schlimm. Ein bundesweiter Lockdown derzeit nicht umsetzbar. Die zukünftige Ampelkoalition hat die epidemische Notlage von nationaler Tragweite in dieser Woche auslaufen lassen. Viele Länder fordern jetzt bundeseinheitliche Regeln. Die Infektionen von heute sind die Intensivpatienten in 2 Wochen. Und wir brauchen deswegen sowohl eine Corona-Notbremse, eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse, als auch einen einheitlichen Corona-Plan für unser Land. Wir sind mit Berlin im Kontakt, weil uns die Maßnahmen, so wie sie im Moment sind, ganz ehrlich nicht für ausreichend erscheinen. Welche Maßnahmen favorisieren Sie denn? Den Lockdown oder gibt es da andere Varianten? Also jeder, der eine andere Variante weiß, kann die mir nennen. Olaf Scholz hat keine Position zu der Frage, ob es eine Impfpflicht braucht oder nicht, sondern er sagt, es ist gut, dass es diese Debatte gibt. Und das ist genau die
fatale Taktik, die Frau Rosbach in dem Moment beschrieben hat. Und das ist so eine Art der Führung, die ich befürchte, da jetzt zu sehen, leading from behind, die aber einfach leading zu spät bedeutet in dieser Pandemie und nicht funktionieren wird, sondern immer wieder in diesen Teufelskreis hineinführt. Dass es in Großbritannien keinen Lockdown gibt, die Situation besser ist als hier, wie in Schweden, das wurde ausgeschwiegen. Und die Ampelkoalitionäre, sie haben es natürlich genau bemerkt. Sie haben gemerkt, es kommt jetzt hier das Lockdown-Narrativ. Die Medien machen massiv Front. Nicht vollkommen einheitlich, Welt und Bild ein bisschen anders vom Springer Verlag, aber Spiegel zum Beispiel ganz massiv und die Öffentlich-Rechtlichen auch. Das hat sich in der Gästeauswahl, der Themenlenkung, welche Fakten werden beleuchtet und in den Vordergrund gestellt, welche werden hinten angestellt, hat sich das klar ausgedrückt. Überhaupt wird ja seit Anfang an es so gehandhabt, dass es möglichst schwammig gehalten wird. Dass kein Vergleich zur Grippe gezogen wird. Es wird nie gesagt, es ist so und so viel gefährlicher als die Grippe. Die Vergleichszahlen im Krankenhaus im Vergleich zu 2017 war es so und so, jetzt ist es so und so, dass die Krankenhausbetten reduziert werden. Das kam auch nicht vor. Sondern es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Und jeder, der jetzt sagt, Corona ist jetzt nicht der Weltuntergang, das ist eine gefährliche Krankheit, aber nur für die Risikogruppen, der ist schon Corona-Leugner. Also jeder, der auch nur versucht hat, ausgewogen die Fakten zu beleuchten, läuft immer Gefahr, verächtlich gemacht zu werden. Und muss ganz stark aufpassen, dass er sich so ausdrückt, dass er nicht absichtlich falsch interpretiert werden kann. Was ist dann passiert? Habeck und Co. schienen standzuhalten. Warum haben sie standgehalten? Weil sie haben einen Plan gemacht, sie haben gesagt, sie machen das jetzt, sie wollen jetzt nach 10 Tagen gucken, dann können sie nicht nach ein paar Tagen umfallen. Warum machen jetzt viele große Medien so starken Druck? Die Öffentlich-Rechtlichen, Spiegel Online. Sie alle suggerieren, der Lockdown wäre jetzt die richtige Lösung. Die Ampelkoalition, die Maßnahmen wären zu lasch. Anscheinend sind die 30% Ungeimpfte ein Dorn im Auge von bestimmten Leuten, die wir nicht kennen. Das Problem ist, wenn sie sich nicht impfen lassen und sie jetzt nicht alle sterben über den Winter, dann wird das Narrativ der großen Medien kaputt gemacht, dass Corona das Allerschlimmste ist und dass sich unbedingt jeder impfen lassen muss. Wenn jetzt die Ungeimpften einfach sagen, nö, wir machen es nicht und seht her, wir sind nicht gestorben, dann bricht das Panik-Narrativ zusammen. Aus welchem Grund auch immer, die großen Medien haben sich anscheinend das Ziel gesetzt, die ganzen Leute müssen sich impfen oder sie werden ja in Quarantäne geschickt sozusagen. Weil so kann das Narrativ natürlich auch aufrechterhalten werden, indem man sagt, okay, es ist über den Winter nichts passiert, weil die ganzen Ungeimpften waren ja in Quarantäne und konnten deswegen die anderen Leute nicht anstecken. Die Ampelkoalitionäre haben natürlich während ihrer Verhandlungen und während sie den Corona-Plan festgelegt haben, bestimmt gewusst, dass die Medien dieses Narrativ haben, dass sie wollen, dass die Leute sich alle impfen. Und sie haben sich gedacht, ihr Plan ist ausreichend. Also ihr Plan, das reicht, dass sich die ganzen Leute impfen lassen, der Druck ist groß genug. Und hier sieht man, dass es keine direkte Absprache gegeben hat. Weil als sie dann mit ihrem Plan zu den Medien gekommen sind, wurden sie dafür zerrissen, wurden schlecht geschrieben. Und es ist aus meiner Sicht erschreckend, welchen Erfolg das hatte. Die Umfragen haben klar zum Ausdruck gebracht, dass die Leute denken, der Staat sei missglückt. Die Ampelkoalition, sie würde Corona vertändeln. Sie würde nicht aufpassen. Sie wären handlungsunfähig. Und es schien dann so, als würden sie standhalten. Sie haben sich dann verteidigt, haben ihren Plan verteidigt. Gegen den Druck der Medien. So schien es zunächst. Da habe ich mir schon gedacht, naja, Respekt. Anscheinend so ein bisschen Skrupel haben sie dann doch. Sie wollen nicht als total schlecht in die Geschichte eingehen. Weil sie wissen ja, wenn dann die Wirtschaft kaputt geht, es bleibt dann an ihnen hängen. Sie haben bestimmte Versprechen abgegeben und sie wollen sie jetzt nicht vollkommen brechen. Und deswegen haben sie den Plan jetzt so gemacht und das wollen sie jetzt durchziehen. Da habe ich mir gedacht, Respekt, sie denken, sie sind stark genug, dass sie sich gegen die Medien behaupten können. Ich habe mir dann gedacht, der Habeck setzt sich hin, der denkt anscheinend, er kann nicht geframed werden. Er fühlt sich so stark, er kann nicht geframed werden. Und dann kam aber plötzlich doch eine Wende. Die Ampelkoalitionäre, sie wollten nicht umkippen, aber sie wollten dann zeigen den Medien, hey, wir haben verstanden mit dem Impfen, dass die Leute sich alle impfen sollen, dass der Druck erhöht werden soll. Wir machen jetzt einfach die Impfpflicht, direkt, ohne Lockdown, sodass die Medien jetzt zufrieden sein sollen. Ist aber ganz auffällig, mit der Impfpflicht, das haben sie sich erst nachher ausgedacht. Das haben sie sich nicht während der Koalitionsverhandlungen ausgedacht. Da hieß es immer noch keine Impfpflicht. Das ist ganz eindeutig. Erst in dem Moment, als sie mit ihrem Plan an die Öffentlichkeit gegangen sind, erst dann, als dann der Druck erhöht wurde, dann kamen sie raus mit der Impfpflicht. Und die Inzidenzzahlen waren auch schon hoch, als sie an die Öffentlichkeit gegangen sind. Es zeigt sich ganz eindeutig.
Die Ampelkoalition hat das gesehen, hat die Medienreaktion gesehen, wie die Medien berichten, und hat der Scholz-O-Mat ausgerechnet, tak, 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 okay, wir kommen damit nicht durch. Die Medien machen uns fertig. Wenn wir nicht wollen, dass die CDU 50% bekommt und wir dann 15%, wir müssen jetzt was machen. Das kann nicht so weitergehen. Dann kamen sie mit der Impfpflicht und haben dann gezeigt, ja, wir machen hier auch den harten Hund. Und hier zeigt sich ganz klar, wer bestimmt. Es sind die Medien. Sie verbreiten bestimmte Narrative und die Ampelkoalition, sie knickt ein. Alle knicken ein, bis auf die AfD. Und die wird verächtlich gemacht. Und das Erschreckende ist, dass die Bevölkerung da so mitgeht. Dass sie einfach die Narrative schlucken. Aber da, warum das so ist, das ist dann ein Thema für ein anderes Video. Das würde jetzt das Video sprengen. Warum die Medien, warum die Leute, ihnen müsste das auffallen, dass sie trotzdem so leicht mitgehen. Warum machen es jetzt die großen Medien so indirekt? Warum gehen sie nicht direkt hin zu Olaf Scholz und sagen, hier Olaf Scholz, mach das mal so und so. Oder zu Angela Merkel. Wenn sie es direkt machen, dann kann man natürlich sofort einen Nachweis finden. Das ist sofort irgendwie beobachtbar, irgendjemand erzählt das. Und dann kann man sie framen. Aber so laufen die Leute, die sagen, es ist alles eine Verschwörung, ihr arbeitet alle zusammen. Sie laufen sonst leere. Weil sie sagen, ja, das ist doch Quatsch. Wir sind unabhängig, wir sind die Regierung. Und die Medien sagen, ja, wir sind die Medien. Wir haben mit denen nicht gesprochen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nur berichtet. Wir haben nichts gemacht. Das ist alles Verschwörung, alles Blödsinn. Wir haben ja die beste Demokratie aller Zeiten. Und natürlich, es ist ja auch so. Angela Merkel hat immer genau das gemacht, was die Leute wollen. Sie hat immer auf die Meinungsumfragen geguckt und gedacht, was ist en vogue. Und genau das hat sie gemacht. Zu einem großen Grad. Natürlich vielleicht auch etwas Einfluss genommen. Aber im Grunde, sowohl die CDU als auch die Ampel, sie richten sich nach den Meinungsumfragen. Aber die Meinungsumfragen hängen davon ab, wie die Medien berichten, welche Narrative sie verbreiten, welche Fakten sie verschweigen, welche sie in den Vordergrund stellen. Und die Leute gehen da bereitwillig mit, so wie es scheint. Oder sie werden getäuscht. Man darf die Wirkung der Täuschung, die ständige Wiederholung, diese ganzen Propagandamethoden, die Manipulationsmethoden, man darf es nicht unterschätzen. Es ist wahrscheinlich unterschiedlich. Manche sind zu dumm, die werden wirklich getäuscht. Es ist wahrscheinlich aber auch so eine Mischung. Es ist den Leuten egal. Sie gehen da einfach mit. Es ist sehr, sehr schlimm. Aber so ist es. Und es funktioniert. Und diese Leute wissen, dass es funktioniert. Das wissen sowohl Scholz als auch die großen Medien. Dass man so die Bevölkerung, ja, dass man also sie führen können, die Medien. Dass es so funktioniert. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt.